Ratchet & Clank, das ist eine Reihe, mit der ich aufgewachsen bin. Und der Fakt, dass ich zu dieser Reihe wirklich nur ein Video gemacht habe, ist ein bisschen kriminell, wenn man bedenkt, dass ich am liebsten über Zeug rede, mit dem ich aufgewachsen bin. Deswegen, ja, ich versuche es zu verbessern. Ich erzähle diese Geschichte sehr oft, aber zur PS1-Ära bin ich hauptsächlich mit Crash aufgewachsen. Was man merkt, wenn man den Kanal auch nur eine Sekunde sieht, halt meine Fresse. Heißt aber dementsprechend, dass ich nichts von Insomniac gespielt habe, also kein Spyro oder das Hitspiel Disruptor, was keine fucking Sau mehr kennt. Aber zur PS2-Zeit habe ich dann kaum Jack & Dexter gespielt, was ja von Naughty Dog ist, aber dafür einen Haufen Ratchet & Clank. Also wirklich, ich habe das aktiv gespielt, bis heute. Ich habe jeden Teil geballert, außer Crack in Time aus irgendeinem Grund, und das muss ich noch nachholen, aber ja. Deswegen wollte ich was Besonderes zu dem Spiel machen, und der einzige Weg, wie ich das machen kann, ist, dass ich dazu ein riesiges Video mache, das viel zu viel Zeit beansprucht. Leider hat das jetzt mehrere Jahre gebraucht, weil ich das Skript hiervon vor 4 Jahren oder so geschrieben habe und dann komplett aufgearbeitet habe über die Jahre. Das ist jetzt ein komplett anderes Skript, das ist ein komplett anderes Video, aber es ist fertig und hier sind wir. Also fangen wir einfach direkt an. Bevor wir aber weitermachen... Ja, gut, ich wollte eigentlich eine lustige Transition machen, dann habe ich mich selber einfach umgeworfen. Ich habe eine EP gedroppt, mit einem guten Freund von mir, einem sehr guten Freund. Und wir haben halt zusammen jeweils 3 Tracks gemacht und die in eine EP gepackt. Ist instrumental, also sehr laut, die Drums sind übel am Arsch, aber es ist der coolste Shit auf dem Planeten. Ich bin mega stolz darauf, was wir da zusammen gemacht haben, und ich würde es euch einfach empfehlen. Erster Link in der Beschreibung. Let's go, das wollte ich eigentlich nur machen. Fangen wir mit dem Video endlich an. Die Story von diesem Teil knüpft direkt an den ersten Teil an. Und zwar haben Ratchet und Clank nichts mehr zu tun, seitdem sie Drake aus dem ersten Teil besiegt haben, auch wenn der Bossfight beschissen war. Und jetzt werden die gerade für eine Show über Helden interviewt. Bis dieser random Typ, der Mr. Fizzwidget heißt, einfach reingekackt kommt und sagt, yo, ich hatte Bock, so ein Gremlin-Viech zu machen, das wie in der Folge aus SpongeBob funktioniert. Die Folge war visuell, by the way, voll der Albtraum, okay? Und das wollten wir dann klonen und dann kleinen Kindern zum Spielen geben. Ihr wisst schon, wie das Firmen gern machen. Aber so ein maskierter Pisser hat einfach das Original geklaut. Also bitte, hol's zurück. Und ja, der Typ ist der Boss von Megacorp. Das ist die Firma, die Gadgetron einfach kaputt gemacht hat. Die gibt's jetzt nicht mehr. Und wir kaufen jetzt von denen unsere Waffen. RIP an der Stelle an den gefallenen Bruder. Wir haben seinen zerquetschten Körper kaum gekannt. Naja, auf jeden Fall bietet der Ratchet & Clank einen Haufen Shit. Also wirklich so einen Haufen Shit, damit die diese Mission machen. Und da die eh gelangweilt sind, denken die sich, ja, let's go, Alter. Wir machen den Scheiß. Und so kommen wir dann in das Tutorial-Level. Das spielt auf so einer Art Luftbasis, also auf so einem Schiff. Und auf dem Schiff soll sich das Protopad befinden. Das ist das FIFO, worüber wir gerade die ganze Zeit reden. Und das Tutorial-Level ist echt cool gemacht. Also das sagt einem die Basics. Man hat hier in dem Level den Lancer und die Gravitationsbomben. Und das sind unsere ersten 2 Waffen, die wir besitzen. Der Lancer ist wie so eine Art Pistole. Das ist wirklich die Waffe, die am ehesten wie eine normale Waffe funktioniert, weil sie einfach kleine Kugeln schießt. Die aus Laser bestehen natürlich, weil Zukunft und so, aber das ist die weniger wacky Waffe von den Rest, der noch kommen wird. Und die Gravitationsbombe macht einfach Flächenschaden, und das ist eine Waffe, die ich bis zum Ende benutzt habe. Die ist richtig gut. Nachdem wir uns also durch das Schiff gekämpft haben, einen Haufen Roboter einfach ins Grab gebracht haben, finden wir endlich das Protopad und das Spiel ist endlich vorbei. Ja, natürlich nicht, aber gut. Stattdessen ist dieser maskierte Pisser da und sagt so, nö. Nö. Nein, nein, nein. Ich bin nur hier, um den Transfluxor zu reparieren. Netter Versuch. Beste Wünsche an die Megacorp. Mach den fertig. Ich liebe dieses komische Lachen, das da kommt. Als wäre ich gerade in einem dieser komischen fucking Minion-Memes von so einem 40-Jährigen. Auf jeden Fall kämpfen wir uns noch ein bisschen durch das Schiff. Das Coole an dem Level hier ist, dass schon dafür, dass es nur ein Tutorial-Level ist, übel viele verschiedene Set-Pieces hat. Man kämpft gegen Ende auch einfach auf dem Flügel von dem Schiff und ist halt draußen. Und das ist so viel Variation, weil es sich wirklich so anfühlt, als würde man durch ein Schiff gehen, das engineert wurde. Es ist cool. Krass, so eine Kleinigkeit, aber es gibt dem Spiel so viel Leben. Apropos Leben, Ratchet hätte seins fast verloren, aber dann hat er sich gedacht, das wäre eine gute Idee, vom Schiff einfach abzuspringen. Weil er sich dachte, fuck this shit. Hätte er nicht sein fancy-schmancy Raumschiff, wäre er einfach straight up draufgegangen. Und leider konnte der maskierte Typ mit dem Protopad abhauen, was natürlich nicht so ideal ist. Und als Ratchet darüber wenden wollte, zu Mr. Fizzwidget, hat extra Discord-Call aufgemacht, hat er richtig gute Nachrichten. Keine Sorge, ich habe soeben eine ausschussreiche Informatierung erhalten. Warum zoomt das auf sein Kinn? Es ist so geil. Der beklaut in der Footage, by the way, einfach nur diesen Kartenhändler. Mehr ist das nicht wirklich, ganz ehrlich. Ach, jetzt habe ich meine Brieftasche vergessen. Könntet ihr euch darum kümmern?
Abwehrsystem deaktiviert. Wieso hat der eigentlich einen riesigen roten Knopf hinter sich, der für das Abwehrsystem ist? Sollte das nicht versteckt sein und nicht straight up hinter dir? Das ist so random. Aber hey, das reicht für Ratchet. Der weiß jetzt nämlich direkt, wo wir hin müssen. Ich verstehe nicht ganz wie, aber ist okay für mich. Das Spiel muss ja irgendwie weitergehen. Der Planet, auf dem wir landen, heißt by the way Usla. Also wie Us und dann La, Usla. Wenn ich es mir jetzt so anhöre, wie ich das sage, klingt das einfach bescheuert. Naja, aber wie ihr es im Ladescreen schon seht, das Spiel ist vom Konzept her genau das gleiche wie der erste Teil. Man fliegt zu Planeten, die alle semi-offene Level sind, man sammelt Zeug ein und knallt Gegner ab. Und das Gegner abknallen ist halt der Hauptfokus des Games, neben dem Plattforming. Und ganz ehrlich, es spielt sich einfach genial. Die Manöver, die man mit Ratchet hat, waren schon im ersten Teil echt detailliert, aber hier wirkt das alles einfach extrem aufpoliert und getweakt. Das Movement ist leicht flüssiger, das Zielen ist smooth. Es geht ab, will ich damit sagen. Bro, ich habe da halt einfach ganz kurz geguckt. Das ist insane. Vor allem habe ich in diesem Spiel viel mehr das Movement ausgenutzt, weil das Level-Design viel mehr drauf baut, dass man wirklich alles anwendet, was Ratchet kann. Weswegen ich halt alles Mögliche gestraft habe, was ich konnte. L1 und R1 in diesem Spiel waren einfach goated. Es war unglaublich. Also mein Gott, ich habe das... Also man hat meine Finger nicht davon wegbekommen. Es ist so fucking nice. Aber gut, weiter zu Usla. Wir sind jetzt in dem... Ich werde diesen Namen von diesem Planeten nicht mehr sagen. Der Planet ist so ein super atmosphärisches Dschungelgebiet. Mit einem super nicen Soundtrack, also wirklich. Der Soundtrack in diesem Spiel ist so insane. Aber in diesem Level komplementiert das perfekt das Design davon. Es ist so dreckig und übel gefährlich und die Musik spiegelt das so wieder. Aber hey, reden wir mal über das Level. Hier ist nämlich zum Beispiel der erste Megakorb-Automat. Ich vermisse den Händler aus dem ersten Teil mit jeder Sekunde immer mehr. Jetzt gerade haben wir noch kein Geld. Deswegen gehen wir einfach mal weiter. Aber ich wollte euch auf jeden Fall zeigen, dass hier sehr wenig los ist. Im ersten Teil war hier wenigstens ein Typ, der mit mir geredet hat. Und da war ich noch nicht so einsam. Ich habe ein bisschen lange gebraucht, um das zu checken. Aber das ist die gleiche Welt, bei der wir diese Cutscene gesehen haben mit dem maskierten Typen und dem Abwehrsystem. Und es hat sogar einen Grund, warum das Abwehrsystem deaktiviert wurde in der Cutscene. Weil das dafür gesorgt hat, dass die Megacorp-Einrichtung, die man ganz am Anfang des Levels da hinten sieht, komplett verlassen wird, weil überall die Tiere wieder auftauchen, die da gelebt haben und da einfach Scheiße bauen und alles kaputt machen. Aber die Idee ist nicht wirklich gut durchdacht, weil hier überall Pflanzen wachsen und das passiert nicht einfach so in der Stunde. Außer das Security-Video war vor 15 Jahren oder so. Oder wie viele Jahre auch immer es dauert, bis Pflanzen in Gebäuden wachsen. Außer die Einrichtung sah vorher schon so aus. Ich weiß auch nicht, Mann. Während ich also mein Hirn komplett in die Mangel genommen habe, um einfach zu checken, was hier abgeht, kommen wir zum ersten Bossfight im Game. Es ist wirklich nur so ein Alien mit einem Auge und zwei Tentakeln und der versucht uns damit zu verprügeln. Aber wir sind halt Gamer. Deswegen nehmen wir den Lancer und drücken einfach nur auf Feuer und laufen hin und her und das killt den instant. Dieser Bossfight dauert nicht lang, ist crazy. Aber nachdem wir ihn umgebracht haben, kommen wir so zur zweiten Hälfte der Welt. Und das ist jetzt die Megacorp-Einrichtung. Und dieser Part vom Level ist viel mehr auf Plattforming ausgelegt. Man kriegt zuerst den Dynamo. Das ist so ein Gadget, mit dem man diese komischen Kugeln, die mich irgendwie immer an eine Xbox 360 erinnert. Also an das Logo, was am Anfang immer kommt. Ich weiß nicht, es ist weird, aber ja, die kann man damit aktivieren. Und diese Kugeln haben immer verschiedene Effekte. Zum Beispiel in der Einrichtung selbst öffnen die Türen oder erstellen Plattformen, mit denen man halt zu anderen Räumen kann. Und das ist so ziemlich alles, was es macht. Es ist wirklich nur da, damit das Plattforming nicht langweilig wird. Naja, und nachdem wir besagtes Plattforming gemacht haben, kommen wir auch schon zur nächsten Cutscene. Hier ist Mr. Fizzwidget und der sagt uns, dass er neue Informationen hat. Jetzt müssen wir zum Magda Resort, denn die Halsabschneider, das ist so eine Art Verbrecherbande, die man kaufen kann und die helfen einem dann. Das ist halt das, was der maskierte Typ gemacht hat. Die haben eine Art Störsender zum Magda Resort gezogen. Es ist wie so ein kleiner Planet und der stört die jährliche Übertragung von dieser Gladiatoren-Kacke. Der zeigt uns den Trailer jetzt aus irgendeinem Grund. Sind Sie stark genug, mutig genug, verrückt genug, um mit zwei der wildesten Kämpfer der Galaxie in den Ring zu treten? Wenn Sie mit Ja antworten, sind Sie ein verdammter Lügner. Die Cutscene ist echt fucking super, aber es ist wirklich nur eine Werbung für den Planeten, auf dem wir später sein werden. Also spare ich mir mal den Rest davon, auch wenn es fucking lustig ist. Punkt ist, wir müssen den Störsender entfernen, damit Leute zu Hause auf ihrem Fernseher sehen können, wie sich Leute gegenseitig umbringen. Let's go, wir gehen zum Magda Resort. Aber vorher holen wir uns noch den Traktorstrahl. Der kostet halt ein bisschen Geld, weil alles in diesem Universum will uns abziehen. Und nicht nur das, anscheinend will es uns auch umbringen, weil der Typ Ratchet schüttelt, als wäre der eine Schneekugel. Halt, Bro, der wollte danach aufstehen und konnte nicht mehr, Alter. Mann, Nigga, you just got roasted. Yeah.
Gut, aber jetzt haben wir den Traktorstrahl. Mit dem Ding kann man sehr viel vielseitigeres Zeug machen als mit dem Dynamo. Während der Dynamo nur dafür da ist, Plattformen zu erstellen und andere Wege zu finden, wie man Sachen überqueren kann, ist der Traktorstrahl zwar auch dafür da, weil wie man sehen kann, in der Footage kann man halt Gegenstände, die dieses Traktorstrahlsignal haben, dieses Orangene, kann man die nehmen und verschieben. Und dann kann man so eben zum gewünschten Ziel kommen oder halt weiterkommen. Und das ist halt ziemlich cool. Es wird auch sehr oft so verwendet, dass man zu geheimen Areas kommt, die zwar nicht wirklich viel mit dem Durchspielen zu tun haben, aber man richtig cooles, optionales Zeug findet, die die Welt ein bisschen ausbauen oder man halt extra Gadgets finden, die das Spiel insgesamt leichter macht. Und neben dem Aspekt kann man auch Bomben nehmen oder so Roboter und man kann sie halt werfen. Und das wird dann richtig gut für Rätsel später im Spiel benutzt. Unter anderem ist da zum Beispiel so ein riesiges Tor, das wir kaputt machen müssen, indem wir die verschiedenen Sphären drumherum einfach mit Bomben kaputt machen müssen, die wir mit dem Traktorstrahl abfeuern. Es ist also wie so eine Art Minispiel in dem normalen Gameplay-Loop drin. Und ich finde, das Spiel macht sowas ziemlich oft und es fühlt sich irgendwie nie Forst an. Das ist eine Sache, die Ratchet immer richtig gut hinbekommen hat, weil es einfach ein bisschen subtiler ist als jetzt so ein Sly Cooper zum Beispiel, bei dem man einfach straight up unter Wasser in einem U-Boot auf einmal ist. Ich meine, es war eine Weile her, dass ich das gespielt habe und ich weiß ums Verrecken nicht, warum er da unter Wasser ist. Ich glaube, es ist irgendwie wegen irgendeinem Schatz. Ich weiß es nicht. Ich will es auch nicht mehr wissen. Wirklich. Durch den Traktorstrahl kriegen wir jetzt auch eine kleine Abkürzung, die uns direkt zu unserem Schiff bringt. Und da wir wirklich nur eine andere Welt haben, zu der wir hin können, gehen wir jetzt zum Markta Resort, von dem die ganze Zeit schon die Rede ist. Und da ich als Videospiel-YouTuber nicht mal ein bisschen Glück haben kann, kriegen wir, statt auf dem Planeten zu landen, straight up eine Flugmission in den Arsch geschoben. Und am Anfang hatte ich Probleme. Ich dachte wirklich, es wird so ein Ratchet 1. Wisst ihr, ich habe mir schon die Kugel bereitgelegt. Aber die sind im Vergleich zum ersten Teil viel besser. Also wirklich, tausendmal besser. Was nicht schwer ist, aber es ist auf jeden Fall ein riesen Improvement zum ersten Teil. Ich bin zwar nicht so wirklich der Fan von diesem Gameplay-Style, aber die Missionen waren echt nie krass ätzend und es hatte echt einen guten Rhythmus und Spielflow. Das ist alles echt nur wegen der Steuerung. Ihr wisst nicht, wie viel besser sich dieses Spiel spielt im Vergleich zum ersten. Das ist insane. Aber ja, es gibt so um die 3 Missionen in dem Game, die man machen muss und die laufen eigentlich alle gleich ab. Man muss eine bestimmte Anzahl an Schiffen oder ähnliches kaputt machen und dabei nicht draufgehen. Und bei der vorletzten Mission muss man so 6 Teile kaputt schießen, die sich aber mit der Zeit regenerieren und ich habe das nie gecheckt. Aber man muss die einzelnen Targets einfach nur ein bisschen abschießen und dann einfach weiterfliegen, bis alle wenig Leben haben und dann kann man die in einer Runde umbringen. Das ist voll interessant. Es hat mich sehr an Zornes Cortex erinnert mit dieser einen Mission mit den Schiffen, die niemand gecheckt hat, jemals. Aber es ist genau dasselbe Prinzip und ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht, vor allem wenn man halt weiß, wie es geht, ist es wirklich easy. Aber ich verstehe es, dass wenn man das nicht checkt, man richtig in den Arsch gekniffen bekommt, weil mein Gott, saugt dieses Level Arsch, wenn man nicht checkt, was man da machen muss. Nachdem wir also beim Markta Resort gelandet sind, sieht man schon direkt den absoluten Kontrast zwischen der ersten Welt und die hier. Die erste Welt war übel dreckig und übel am Arsch so. Und hier ist alles super clean, super steril und wirkt sehr presentable. Was halt Sinn macht, weil hier die Arena ist. Aber die Arena juckt erstmal nicht, weil wir müssen erstmal den Störsender kaputt machen. Und das machen wir, indem wir uns erstmal durch ein paar Gegnerwellen ballern. Sich da meine Waffe entwickelt? Wartet kurz. In diesem Teil können sich die Waffen entwickeln. Im ersten Teil war das noch keine Sache, aber da die Entwickler absolute Macher sind, können die Waffen hier jetzt einfach leveln. Wenn man mit einer Waffe das Level Cap erreicht, verändert die sich leicht, was ich richtig cool finde. So wird dann die Gravitationsbombe einfach straight up zu einer Mini-Atombombe. Hallo Thaddäus. Auf jeden Fall ist da eine Limousine, nachdem wir dieses Tor mit den Bomben geöffnet haben. Und so kommen wir auf den Riesenstern und müssen 6 Störsender kaputt machen. Diese 6 Störsender gehen mit einem Hit kaputt. Die sind super schnell down. Das Problem ist nur, man muss sie erstmal rausschrauben. Indem man halt Ratchets massiven Schraubenschlüssel nimmt und die da rausholt. Ich mochte diese Gameplay-Mechanik immer voll. Weil nicht nur ist es satisfying, den Stick zu drehen, um das Ganze rauszuschrauben. Es ist super cool gemacht. Es passt auch einfach zu dem ganzen Charakter von Ratchet. Weil er ist halt Mechaniker. Der ist halt einfach sein Ding. Und ich finde das immer cool, wenn Charakter ihr Ding machen. Die Sache, die sie gut können. Ich finde das cool. Vor allem, wenn es halt dann gameplay-technisch eingebaut ist, ist es immer nice. Aber sonst gibt es gar nicht mehr so viel zu sagen über den Störsender. Was ich aber richtig mochte daran ist, dass halt so ein Asteroid ist, der langsam von so Mechanik übernommen wird. Es ist echt cool. Es fängt sehr organisch an und kriegt dann immer mehr Metall. Und ich finde das irgendwie richtig cool gemacht, vor allem mit dem Rot dann im Kern und so. Das hat einen richtig, richtig farbenfrohen Vibe, was halt wieder zum Kontrast zur ersten Welt dient und so. Ich finde das super cool. Die Cutscene, die kommt, nachdem man das geschafft hat, ist, by the way, auch der dümmste Scheiß auf der Welt. Saubere Arbeit, Junge. Saubere Arbeit, Junge. Du bist in dieser Unterwäsche nicht zu ersetzen. Wisst ihr, ich habe gerade gelacht und jetzt sagt er irgendwas wegen meiner Unterwäsche. Ich will das nicht. Jedenfalls wird der schändliche Dieb jetzt von den Halsabschneidern geschützt. Aber
Vielleicht weiß ich, wie du dich bei ihnen einschlamausern kannst. Ich lieb's echt, wie der Sprecher von Mr. Fizzwidget so einen coolen Job macht. Weil meine Fresse, warum muss der so reden? Er kann doch einfach normal reden, Bruder, aber tut's nicht. Also super, ich lieb's. Auf jeden Fall hat Fizzwidget wieder einen Job für uns. Und der involviert diesmal, sich bei den Halsabschneidern einzuschleimen. Und das machen wir am besten, indem wir uns für ein Hoverbike-Rennen anmelden. Mit so einer kostenlosen Mitgliedschaft. Und damit wir überhaupt checken, was die Hoverbike-Gang wirklich ist, zeigt uns ein Trailer. Den Wind im Haar, die Sonne auf der Haut, die Fliegen in deinem Mund. Wir sind die Wüstenfahrer. Bevor ich zu den Wüstenfahrern kam, hatte ich keine Freunde. Ich hatte Zweifel an mir selbst, Mundgeruch und eine Schwäche für Damenunterwäsche. Bruder, ich kann nicht mehr. Aber diese Jungs hier, die verstehen mich. Das ist so lustig, ich weiß nicht. Bin wegen der Kuchentheke hier. Außerdem mache ich auch die süßen Handschuhe für die Jungs. Oh Gott! Ja, also ehrlich, ich bin ein riesen Fan von den Cutscenes. Die sind super cool. Es ist alles so charmant. Es ist so ein charmantes Spiel. Es ist crazy. Auf jeden Fall haben wir durch die Cutscenes jetzt ein neues Ziel, das wir ansteuern können. Und das ist Vulva. Es ist der Wüstenplanet, wo halt das Hoverbike-Rennen ist. Aber da der Störsender weg ist, können die Gladiatorenspiele wieder weitergehen. Also haben wir jetzt praktisch zwei Sachen. Wir haben die Arena und wir haben das Hoverbike-Rennen. Nur als ich mich dann durchgekämpft habe zu diesem Biker, ist er natürlich hinter einer Schlucht und ich kann da nicht hin, weil Clank immer noch fucking weg ist. Er ist immer noch nicht da. Und ich finde das super, weil davor ist noch so eine Katze mit so einer Verkäuferin, die straight up in den Furz anfängt. Verzeihung. Das war wohl wieder eine Vakuumröhre. Und dann will Ratchet auch noch ein Piece of that ass? Ich weiß nicht. Soll ich mal? Na sowas! Gibt es denn heutzutage gar keinen Anstand mehr? Nee, ich glaube nicht. Ratchet, was hast du mit dem Roboter vorgehabt? Ein weiterer Indikator, dass wir Clank brauchen, um hier überhaupt weiterzukommen, ist, dass sie in der Cutscene straight up ihr sagt, statt du. Wusstet ihr, dass ich seit der ersten Stunde bei Gadgetron bin? Meine Headcanon ist, dass sie einfach ihren verstorbenen Mann sieht, neben Ratchet. Und dann sagt er, wusstet ihr? Naja, hier können wir jetzt gerade erstmal nichts machen, also müssen wir zur Arena rüber. Aber wenigstens haben wir die Area schon mal geklärt für später. Das ist schon mal ganz cool. Bevor wir aber weitermachen, diesen Händler die Waffen aus dem ersten Teil verkauft. Wenn ich den ersten Teil nicht auf der PS3 gespielt hätte wie ein Peasant, sondern auf der PS2, dann hätten wir ein paar der Sachen wahrscheinlich umsonst bekommen. Aber ich habe davon am Ende eh nichts benutzt, also passt das schon. Naja, ab zurück zum Markter Resort. Meine Fresse. Nachdem wir uns hier wieder durchgeschossen haben, kommen wir zur Arena. Und da haben wir schon ein bisschen was von der Werbung gesehen und alles. Und das ist einer der coolsten Modi in Ratchet. Es ist sogar so ein cooler Modus, dass er ein Mainstay von der ganzen Reihe wurde. Basically hat man da diese Arena und bestimmte Missionen, die man erfüllen muss. Das heißt, man muss Gegnerwellen umbringen oder einen Boss besiegen. Und im dritten haben die es dann sogar erweitert und dann musste man so Hindernisparcours machen und so. Und die geben Bowls. Und mit den Bowls kann man dann natürlich Shit kaufen. Also lohnt sich schon, die alle zu machen. Vor allem machen die arsch viel Spaß. Also wirklich, die machen so viel Spaß. Auf jeden Fall ist das erste Mal, wenn wir die Arena betreten, so eine Art geskriptetes Ding, wo wir den Elektrolysator, ich glaube, der heißt dieser Elektrolysator, Sachen einfach nicht fucking aussprechen, Mann. Auf jeden Fall kriegen wir das Ding, wenn wir die Gegnerwellen besiegen und dabei nicht draufgehen. Ziemlich einfach, wenn man bedenkt, dass ich halt eine fucking Flächenschadenwaffe habe, die alle in meinem Umkreis direkt umbringt. Also ja. Ich will wirklich mehr über diesen Modus reden. Aber man macht nur Missionen, kriegt Bowls und damit kann man dann Waffen kaufen. Und das, der Gameplay-Loop mit dem mega guten Kampfsystem macht das absolut perfekt für mich. Ich finde das so geil. Ach ja, mit dem Geld, das ich durch die Arena bekommen habe, habe ich mir die Geschütztürme gekauft. Es ist eine der OP-sten Waffen im gesamten Spiel. Das sind kleine Geschütze, die man wirft und die knallen Gegner ab, die in der Nähe sind. Und wenn es voll geupgradet ist, sind es halt straight up Raketen, die geschossen werden. Das ist wirklich eine super Waffe, die man richtig cool passiv benutzen kann. Außerdem drehen die durch, wenn ich zu viele davon auf einmal droppe. Halt auf den Boden zu knallen? Hallo? Was? Chill? Wir hatten gerade alle Sex mit meiner Mutter. Auf jeden Fall haben wir uns durch ein paar Gegnerwellen geballert in dem Arena-Modus und es war chill. Wir haben gegen ein riesen Gehirn gekämpft, wir haben den Typen mit den zwei Macheten umgebracht. Manche würden sagen, es ist ein bisschen crazy, aber für mich ist das ein typischer Dienstag. Und da wir jetzt den Elektrolysator bekommen haben, kann ich eigentlich kurz drüber reden, was er macht. Das ist so eine Art Minispiel, bei dem man diese Anschlüsse umdrehen muss und diese Kugeln fliegen in die Richtung dieser Anschlüsse. Und die muss man richtig umdrehen, bis nur noch einer dieser Punkte übrig bleibt und der dreht sich dann und hat Spaß alleine in dem Netz. Und es ist halt okay, es hat mich nie wirklich gestört. Aber es hat mir auch nie wirklich richtig Spaß gemacht. Ja. Auf jeden Fall kommen wir jetzt zu so einem kleinen Bildschirm. Und das ist, jetzt passiert das Randomste im ganzen Spiel. Das wäre ein schönes Mitbringsel für Clank.
Hey! Hat der jetzt wirklich seinen Kopf da drauf geshoppt? Ich finde das mega lustig. Was ein Weg, sich zu announcen, Mann. Das ist ein Bullshit. Das habe ich gar nicht erwähnt, aber als wir zur Flugmission geflogen sind, wurde Clank einfach entführt. Also, das ist passiert. Jetzt ist er hier auf einem Tisch und wird gefoltert. Ich verstehe es nicht. Geh sofort zurück in deine eigene Galaxie. Oder das hier steht dir bevor. Oder das hier steht dir bevor. Leb wohl. Was denkt er sich eigentlich? Dass Ratchet jetzt ohne Clank einfach nach Hause geht? Er packt seine Sachen, tschüss oder was? Bro? Oh. Wirklich, von ganzem Herzen. Dieses Videospiel ist so lustig. Unser nächstes Ziel ist der Planet Endako. Und da ist halt eine Stadt, die Megapolis heißt. Megapolis. Ist eigentlich nur Metropolis vom ersten Teil, aber ein bisschen anders, weil anderes System und so. Also sieht eigentlich ähnlich aus, die Welt auch. Und sobald man hier drauf landet, hat man auch so eine coole Sicht. Also der erste Shot von der Welt ist schon insane. Selbst Ratchet hat halt zurück zur Kamera geschaut und gesagt so, yo, Bro, siehst du das? Ich finde den ersten Part von dieser Welt echt extrem lustig, okay? Man hat hier so einen Gang, der blockiert wird durch so Schutzschilde. Und die Schutzschilde gehen nur weg, indem man Müll auf den Boden wirft. Und wie macht man das, fragt ihr euch? Ja, ganz einfach. In der Mitte von dem Raum ist einfach eine Mülltonne, die wir umschmeißen. Und dann wird extra ein Bot dafür gerufen, der das dann sauber macht, indem er einfach nur Laser schießt. Mehr ist das nicht. Das ist so videogamey. Ich finde das so toll. Und nachdem wir das ein paar Mal gemacht haben, geht es einfach weiter. Als wäre nichts gewesen. Das ist so dumm. Auf diesem Planeten ist auch der Bossfight gegen den Boss der Halsabschneider. Und ich finde es super, wie dieses Level das so ein bisschen foreshadowed, indem er vorher auftaucht und versucht, Ratchet anzugreifen. Jedenfalls vermute ich, dass er versucht, einen anzugreifen, weil ich habe aus Reflex instant geschossen. Er ist einfach gegangen. Er hatte keinen Bock mehr. Aber nach weiteren Mülltonnen-Shenanigans kommen wir endlich zu dem geteasten Bossfight. Hä? Hallo, Schwachköpfe. Da sich meine Jungs mal wieder extrem blöd angestellt haben, dachte ich, ich kümmere mich mal persönlich um euch. Das wird dir ganz bestimmt mehr wehtun als mir. Okay, zwei Sachen. Erstens, ich glaube, ich habe den Boss ein bisschen zu früh gemacht. Der jappt schon wieder was von euch. Hat der auch einen verstorbenen Ehemann? Ich weiß nicht. Und zweitens, wieso ist er nochmal revealed worden? Also in der Cutscene ist er hochgeflogen. Heißt es, zwischen der Cutscene und dem Gameplay ist er aber wieder runtergeflogen, dann nochmal für den dramatischen Effekt nochmal hochgeflogen? Wisst ihr, ich glaube, ich werde dazu nie eine Antwort finden. Aber ich denke, ich könnte mich besser fühlen, wenn ich den Boss sehr schnell umbringe, weil er arscheinfach ist. Mal wieder. Jetzt mal ehrlich, der Lancer macht aus diesem Boss einfach so ein Schneckenauge, das sich langsam einrollt, wenn du es anfährst. Also wirklich, der geht ein. Wie eine Topfpflanze. Es ist funny. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Wie kaltblütig Ratchet einfach in den Teleporter gegangen ist, während er nach Hilfe geschrien hat. Der Teleporter hat uns, by the way, zu Clanks Wohnung gebracht. Also in dem Missionslog steht dran, dass es nur Clanks Wohnung ist. Ich weiß nicht, ob Ratchet da auch wohnt, aber wir haben ein Podest für seine Grindschuhe und seinen Schwunghaken. By the way, glaube ich, dass der Halsabschneider-Dude gerade verblutet. So. Es ist übrigens so geil, dass ein Teleporter da einfach hinführt. Stellt euch vor, jemand nimmt mal eine falsche Abkürzung und landet bei Clank in der Wohnung. Die Zukunft ist fucking wild. Nachdem wir also Jack und Dexter, die auf dem Bildschirm sind, einen Abschiedsknutscher gegeben haben, und wir uns immer noch nicht um den Halsabschneider kümmern, dessen Status gerade missing in action ist. Also der ist einfach weg. Können wir uns endlich mal drum kümmern, Clank zu retten? Auf dem Weg brauchen wir den Schwunghaken. Und wie der Name das schon sagt, ist das ein Haken, mit dem man schwingt. Das heißt, sobald da ein grüner Orb ist, kann man einfach Kreis drücken, sich daran festhalten und man wird auf die andere Seite gezogen. Es gibt hier auch blaue Orbs, die praktisch das Gegenteil machen. Damit zieht man Objekte runter. Man kann so sehr schnell Brücken machen, mit denen man auch rüber kann. Ist essentiell eigentlich dasselbe Ding, aber es sieht halt anders aus. Und mein Brain macht dann Uga Uga, weil es anders aussieht. Naja, nachdem wir den ganzen Part also geschafft haben, können wir einfach nach links gehen und dort müssen wir den Elektrolysator benutzen. Und dann kann man da weiter und das ist eine ganze Area. Und da ist Clank die ganze Zeit drin gewesen. Also ich bin einfach in die andere Richtung gelaufen. Und Elektrolysator ist ein gutes Stichwort, weil man das hier aktiv benutzen muss, um zu Clank zu kommen. Er ist nämlich einfach in diesem Gebäude, das ohne Grund einen Laserboden hat. Ich meine, ich mag es auch nicht, wenn der Boden dreckig wird und so und man dann immer fegen muss. Aber Laser, die einem den Arsch wegbrennen, ist ein bisschen übertrieben. Ist aber nur meine Meinung. Aber neben dem ist der Part der Welt echt cool gemacht. Man hat hier so Kräne, die man nutzen muss, um Plattformen zu machen oder mit denen man riesige TNT-Kisten gegen Türen werfen kann, um weiterzukommen. Ja, ich weiß auch nicht, warum das eine Sache ist. Ich meine, das ist so die typische Routine für die Arbeiter dort.
dort, müssen ja einfach jedes Mal die TNT-Kiste gegen die Tür werfen, um rauszukommen. Ich verstehe es nicht. Man hat sogar einen Laser, bei dem man, wenn einem langweilig ist, man die Gegner einfach mit dem Laser killen kann. Das ist auch ganz cool. Und ich finde, hier ist genug Combat und Plattforming neben den Puzzles, um das Ganze interessant zu gestalten. Ich habe übrigens Gänsefüße an das Wort Puzzles gesetzt, weil es echt basic ist. Ich meine, man muss wirklich nur eine Sache verschieben und das ist God of War Level an Puzzles. So. Aber es ist echt trotzdem gut für das Game. Es funktioniert. Aber im Gegensatz dazu funktioniert Clank gerade überhaupt nicht. Aber Ratchet hat ihn ja erreicht, also easy. Clank? Okay, Clank. Clank? Okay, Clank. Ratchet tut hier so, als hätte Clank geantwortet. Der ist past the fuck out. Der ist nicht da. Ich komm runter. Oh! Okay, was sollte das jetzt, Arschloch? Okay, Kumpel. Jetzt kümmern wir uns um dich. Nachdem wir Clank also aufgeweckt haben, durch den Elektrolysator aus irgendeinem Grund, ist er endlich wach und jetzt müssen wir hier rauskommen. Lass uns einfach von hier abhauen. Dieser Luftschacht scheint mir der einzige Ausweg zu sein. Ja, okay, das Spiel verschwendet wirklich keine Zeit. Also keine Zeit, wie er da reingeht oder so. Man spielt jetzt Clank. Wir sind jetzt Clank, let's go. Ich meine, es war im ersten Teil auch so. Also es ist nicht eine komplett neue Mechanik. Und das Spiel heißt ja Ratchet und Clank, weil man eben beide spielen kann. Ich meine, nur weil Jack 2 Dexter einfach gedroppt hat und alles kacke gemacht hat, heißt es nicht, dass da Insomniac mitmacht, okay? Die haben dann erstmal mit dem Remake gewartet und die Story kaputt. Okay, wir reden darüber noch irgendwann. Aber ja, es ist die gleiche Formel wie im ersten Teil. Man hat kleine Bots, die man rumkommandiert, in den Tod schickt und an die Metalltüren opfert. Das klingt so komisch, wenn ich es jetzt so sage. Keine Ahnung. Aber das Spiel hat natürlich ein bisschen was hinzugefügt zu der normalen Formel davon. Und zwar kamen noch zwei weitere Bots dazu. Der Hammer und der Brückenbot. Der Hammerbot räumt Gegenstände aus dem Weg und der Brückenbot ist halt ein riesen Fußabtreter. Aber ich mochte wirklich, was die Entwickler mit den Leveln gemacht haben. Die sind zwar simpler geworden, aber die verschiedenen Optionen der Roboter haben alles ein bisschen variierter gestaltet und ich bin echt zufrieden damit. Weil Clank im ersten Teil echt ein wenig zu offen war und so ist alles viel kompakter und man muss nicht zu lang rumlaufen und es ist cool. Es ist wirklich gut gemacht. Nachdem Clank uns die Tür geöffnet hat, fängt Ratchet und Clank 2 erst richtig an, weil wir jetzt Clank haben und der Weg zurück zum Schiff doppelt auch gleichzeitig als Tutorial. Man kann mit Clank wie im ersten Teil Longjumps und allgemein höhere Jumps machen und gleiten, was beides eigentlich nur von Spyro ist. Außer der Longjump, aber trotzdem fühlt es sich super natürlich an für Ratchet und das schon seit dem ersten Teil. Ich mag die Reihe, wenn man das nicht schon längst gemerkt hat. Ich habe hier aber direkt zum Jetpack gewechselt, weil ich es cooler finde. Macht keinen Unterschied, aber ich liebe die Flügel. Ich mache das in jedem Teil so. Apropos Flügel, wir pissen uns zu Barlow zurück mit unserem Raumschiff, weil wir jetzt endlich über die eine Gap kommen, um mit dem Biker zu reden. Ich liebe das, by the way, voll. Die haben so eine ganze Werbung dafür, um neue Mitglieder anzuwerben. Und dann ist da eine Schlucht, über die man nicht ohne einen Longjump rüber kann. Also wurde die Werbung für Ratchet und Mario gemacht. Und natürlich jeden anderen Charakter mit Longjump. Ich will ja nicht diskriminieren. Hey, wer hat dich hier reingelassen? Hau ab, sonst mache ich eine Radkappe aus deinem Roboter. Nicht nur finde ich das geil, dass Ratchet damit bedroht, Clank weh zu tun. Ratchets Reaction darauf ist so lustig. Pass ihn an und du bist Hackfleisch. Ich bin ehrlich, hätte ich einen entsprechenden Rucksack, der mich doppelt so hoch springen lässt und gleichzeitig noch gleiten lässt. Bruder, ich hätte genau gleich reagiert. Ich sah's, wie es ist. Oh Mann, kein Grund zum Schreien. Warum muss er gleich schreien? Du hast doch angefangen. Also ja, reden wir mal über die Hoverbike-Rennen. Die sind nämlich absolut insane. Ich habe legit nicht erwartet, dass es so schnell ist. Und das ist am Anfang echt übelst überfordernd. Aber sobald man mit dem Anfangsschock klarkommt, ist hier echt was Cooles. Man muss hier ständig Speed aufbauen. Und wenn man das auch nur kurz nicht macht, ist man am Arsch. Deswegen ist es schon schwer, aber sobald man es raus hat, ist es super satisfying, die verschiedenen Booster zu sammeln und immer darauf zu achten, dass alles voll ist. Und man immer schnell ist, ohne in die Wand zu fahren und kurz mal Gott zu treffen. Nein, bitte. Ich habe echt nicht erwartet, dass ich so viel Spaß damit habe, aber dieses Game bringt mich dazu, Sub-Gameplay-Arten zu feiern. Es haben nicht viele Spiele geschafft, das ist echt krass. Nachdem ich also 100 Jahre gebraucht habe, um Erster zu werden, haben wir den Bikerhelm gewonnen und sind Teil der Gang. Und wie es das Timing so will, kriegen wir direkt eine Nachricht vom Boss. Durch seine Message kriegen wir die Koordinaten vom Schlägertreffpunkt und das ist nur eine weitere Flugmission. Aber durch die kriegen die Koordinaten von Notak und das ist die nächste Welt. Aber vorher müssen wir noch zurück zu Barlow und dort ein Gerät holen, das wichtig für die nächste Welt ist. Aber vor dem ganzen Zeug browsen unsere Boys durch den Fernseher, den die aus irgendeinem Grund in dem Schiff haben, kommt zum ersten Mal Quark vor und ja, schaut selbst. Captain Quark, einst das Idol in der Galaxie, ist völlig am Ende. Nach seiner Demütigung durch Ratchet und Clank. Was zum Fick ist das für ein Bild? Halt, was tut er so, als hätte er sich eingeschissen? Nach ein paar Plattform-Shenanigans, die den Haken verwenden und an sich ganz cool sind, kommen wir zu dem Dude, der random eingefroren ist und der dachte straight up, dass Gadgetron noch eine Sache ist. Also war der eine Weile da drin. Aber ich verstehe ihn, er vermisst den Händler genauso wie ich. Auf jeden Fall kriegen wir für 1000 Bolts jetzt den, Themantator. Was? Der kann Sachen einfrieren und auftauen. Und das ist mehr so ein Puzzle-Ding als ein Combat-Ding. Und das brauchen wir für die nächste Welt. Beim Landen sind wir auch den Dieb
der gerade abhaut. Er hat sich safe verklickt und ist außersehen zum falschen Planeten geflogen. Das passiert mir auch öfter. Der sollte gleich zurückfliegen. Wir kommen immer zu spät. Warum bloß? Ja, was schaut ihr mich an, Alter? Ich spiele das Spiel relativ okay. Eine 6 von 10. Ach, das sind doch alles Arschlöcher, Mann. Auf jeden Fall müssen wir die Welt nach dem Dieb durchsuchen, obwohl der schon weggeflogen ist. Ich meine, das zeigt mir nur, dass er sich echt im Menü verklickt hat. Also gehen wir durch diese Fabrik hier, die den, ich kann den Namen von diesem Ding nicht sagen, sehr viel benutzt. Hier hat es sehr viele Orte, bei dem Wasser auf- und absteigt. Und wenn man das richtig timet, kommt man so durch die Parts, die viel zu hoch sind oder durch Tunnel. Und ich finde das echt spaßig. Das ist halt wieder sehr Puzzle-heavy, aber vor der Fabrik hat man super viel gekämpft. Und das ist eine echt gute Balance. Viele Spiele achten da irgendwie nicht drauf. Und das macht mich dann umso glücklicher, sowas bei diesem Spiel zu sehen. Vor allem, wenn man sich sowas wie Spyro 2 anschaut, bei dem das gleiche Minispiel mit anderem Skin konstant gespammt wird, was die 100% echt anstrengend macht. Die haben einfach wirklich dazugelernt und das freut mich. Nach dem ganzen Thermo-Shit kommen wir zu solchen Nerds. Anders kann ich es nicht beschreiben. Die sind einfach dieser scheiß Emoji da. Und Clank redet mit denen. Hey! Gut, jetzt reden die schon in Schlaganfallsprache. Ein Maskierter hat vor kurzem eine Bestellung abgeholt. Sie haben kürzlich eine Nachricht von ihm erhalten, die sie uns für ein geringes Entgelt zeigen werden. Geringes Entgelt? Bruder, 6000 Bowls? Dafür kriegt man 2 Döner. Der Dieb wird jetzt einfach 2 Minuten lang von dem Protopad verprügelt, gefressen und in die Luft gejagt werden, denn eine Liste an Sachen aufzieht, die er bestellen will. Und davon haben wir jetzt einfach die Koordinaten bekommen. Es ist so geil. Wir müssen jetzt nach Sibirius, dem Eisplaneten. Sehr origineller Name, ich weiß. Und was ich an diesem Planeten mag, neben dem Wintervibe, ist auch, dass die Basis von der Geschichte her 2 Berge hat und da Laster konstant durchfahren. Und auf dem Laster findet dann auch der Bossfight gegen den Dieb statt. Der ist hier, weil er jetzt das Protopad vernichten will, indem er es an eine Rakete schnallt. Let's go. Aber zuerst muss er zur Rakete kommen. Und da kommen wir dann ins Spiel. Man kämpft also gegen den, in dem der Lancer wie immer carried. Und man muss auch von Laster zu Laster schwingen, während man den platt macht. Was ganz cool ist. Ich mag's wirklich, wie die Lore von der Welt dann auch gameplay-technisch zeigen. Es ist geil. Also wirklich. Was genauso geil ist, ist die Cutscene, die kommt, wenn wir dem genug Schaden gemacht haben. Weil er jetzt straight up entgleist. Ich weiß nicht, wie das für einen Laster möglich ist. Der ist nicht auf Schienen. Aber es sieht trotzdem so aus, als würde der entgleisen. Das ist so geil. Und ich weiß, der Lancer carried, aber ich dachte, nicht, dass der Laster einfach Friendly Fire abkriegt. Wir sind deswegen, by the way, gezwungen, zur nächsten Boss-Arena zu laufen. Und was ich daran echt lustig finde, ist, dass der Dieb das scheiß Protopad in 2,4 Nanosekunden an die scheiß Rakete gebunden hat. Mein Gott, Alter. In der Cutscene jetzt wird es schon viel klarer, was der vorhat. Neben der Sache mit dem Protopad, das ist, denke ich, super obvious. Es ist nur, dass der sauer auf Megacorp ist und Ratchet als Firmenlakai beleidigt. Also ist da irgendwas ziemlich merkwürdig, weil es doch wohl bessere Wege gibt, einer Firma zu schaden, als das Protopad zu klauen. Aber keine Zeit dafür, weil die nächste Phase des Fights anfängt und die geht super schnell, weil die Bosse hier negativ Leben haben. Halt meine Fresse, minus 100. Ich check's nicht. Nach dem Fight kommt eine Barrage an Cutscenes. Halt, es wird kurz so eine Metal Gear Solid. Wir haben uns schon Sorgen gemacht. Meinst du, wir sollten ihn aufhalten? Der holt sich zum Trost ein paar Nuggets, da bin ich mir 100% sicher. Nur nicht bei McDonald's, dass er keine gigantischen Firmen mag. Naja, Fizzwidget wird's, denke ich, wirklich freuen, dass wir das Protopad haben. Und es freut ihn sogar so sehr, dass er die beiden so anspricht, wie mein Dad mich nach dem Game fragen würde. Clatchet? Rank? Seid ihr das? Ja, du weißt schon, dieses Tetchet-and-Rank-Spiel da. Es ist so dumm. Und wie der uns jetzt den Treffpunkt für die Übergabe des Protopads sagt, ist noch ein wenig dümmer, weil der mir hier einfach einen Trailer zeigt für einen Ort. Megacorp Produktion und Förderung. Ein dynamisches Unternehmen, das den Fortschritt der Galaxie vorantreibt. Besuchen Sie unsere Wüstenminenanlage und erfahren Sie, warum unsere Geschichte unser wertvollstes Produkt ist. Als wir hier ankamen, war dieser Planet völlig von Regenwäldern überwuchert. Um der heimischen Fauna gerecht zu werden, verwandelten wir diesen undurchdringlichen Dschungel in eine übersichtliche Wüstenlandschaft. Ich weiß echt nicht, wie es dieses Spiel schafft, aber es kriegt es so gut hin, einfach Kapitalismus zu parodieren. Das ist insane. Als technologisches Pionierunternehmen erfand die Megacorp das automatisierte Management, entledigte sich so kostspieliger Beförderungen und vergaß dabei nie, ihr Leben zu bereichern. Megacorp Produktion und Förderung. Unser Streben nach Fortschritt und Profit geht unaufhörlich weiter. Rufen Sie heute noch unsere Investoren-Hotline an. Ja, also wir wollen nicht darüber reden, dass die Sklaven besitzen. Was sind die Amazon? By the way, kommen wir direkt, ohne dass wir uns bewegen können, zum nächsten Planeten, um das Protopad abzugeben. Es geht wirklich ohne Umwege weiter. Und ja, Fizzwidget ist ohne Grund voll das Arschloch. Der macht unser Schiff nämlich kaputt. Einfach so. Alles in Ordnung. Das war nur etwas Schrott auf der Landeplattform. Das war unser Schiff. Oh Mann, wirkt fast so, als wäre da irgendwas falsch mit dem. I don't know, man. Und habt ihr die
Lieferung? Will der das Protopad schnupfen oder was? Und jetzt kommt das Beste. Der nimmt die beiden jetzt mit, nur um die von der Höhle einfach rauszuschleudern. Und Ratchet will es wirklich nicht wahrhaben, dass der ein Wichser ist. Und Clanks Leine kriegt mich immer wieder. Das hat er absichtlich gemacht. Nein, er ist nur etwas verwirrt. Ja, ja, gut. Wieso sagt er das so? Das macht mich so fertig. Aber hey, jetzt können wir die neue Welt erkunden. Aber vorher müssen wir aus der Höhle raus, bei dem ohne Grund ein neuer Schraubenschlüssel chillt. Aber jetzt machen wir wenigstens mehr Schaden. Das ist ein Win, auch wenn wir gerade auf dem Planeten gestrandet sind. Hätte da nicht ein Schiff drin sein können? Irgendwas, mit dem wir fliegen können? Na gut, aber am Ende der Höhle kommt der Dieb wieder angeschissen und will das fucking Protopad. Also macht der Dieb das, was er am besten macht und wird zu einer Lombax-Frau? Ich liebe es, wie die beim Stolpern sich einfach umzieht. Und bevor die den Boden berührt, ein komplett anderes Outfit anhat. Ach ja, und wie zum Fick hat die ihre Milchfabrik versteckt? Das ist einfach nichts. Und dann auf einmal hat die Airbags oder was? Bro! Naja, das ist Angela und die ist tatsächlich ein ganz netter Charakter. Den die für die PS3-Trilogie einfach komplett geretconnt haben, weil sie ja ein Lombax ist und in der Future Storyline, also von den drei PS3-Spielen, sind alle Lombaxe ausgestorben und Ratchet ist der Letzte und so. Zukunftsblattlich sieht er hier, was geht ab, hallo, willkommen. Ich habe rausgefunden, dass sie doch nicht wirklich geretconnt wurde, weil in A Crack in Time, das ist der dritte Teil der PS3-Teile und jetzt bleibt bei mir, das ist nicht ganz kompliziert, aber ist ein bisschen random. Dort gibt es eine Radiostation und in dieser Radiostation reden sie an einer Stelle über Angela Cross und wie sie so ein berühmter Rebell ist und sie verschwunden ist. Zusammen mit einem Typen, der Max Apogee heißt, der storymäßig da irgendein Archäologe ist für das Lombax-Geheimnis und so. Ist alles Zeug von der Trilogie. Auf jeden Fall ist sie verschwunden mit ihm. Und jetzt wird auf der Wiki-Seite gesagt, dass er mit ihr verschwunden ist, weil er den Dimensionator verstecken wollte. Und das ist das Lombax Geheimnis. Und keine Sorge, wenn ich mal in 10, 20 Jahren zu den Future-Spielen komme, werde ich mit mehr Detail auf die ganzen Sachen eingehen. Punkt ist, jetzt kommen wir zu Rift Apart. Da sagt Rivet, der Counterpart von Ratchet aus der anderen Dimension, während sie im Zordoom-Gefängnis ist, dass sie dort das letzte Mal mit Angela ausgebrochen ist. Sie sagt zwar nicht Angela Cross, aber es kann sehr gut sein, dass sie einfach durch den Dimensionator in die Welt von Rivet gekommen ist. Und dort ist. Und deswegen ist sie missing in action in Crack in Time, aber dann halt in dem Universum von Rift Apart. Die haben das so cool gelöst. Naja, genug von der Detour. Lass uns die Review weitermachen. Angela sagt, dass wir die Galaxie in Gefahr gebracht haben, weil das Protopad jetzt bei Fizzwidget ist und die hat einfach keine Zeit, es uns lang und breit zu erklären. Deswegen zeigt die uns eine Werbung von einer Testanlage. Oh nein! Zum Glück war das nicht die kleine Susi. Ja, und was soll das jetzt heißen? Halt, no joke. In der Cutscene werden nur insane Produkte gezeigt, die nichts mit dem Protopad zu tun haben. Hier sind nur einige Produkte, die wir zu ihrem Schutz zurückgenommen haben. Die Baby-Steinschleuder, die atomare Mausefalle, die selbstklebende Unterwäsche und der Ninja-Rasenmäher. Ja, okay, gut, der Gartenzwerg geht hart. Ihr könnt screenshotten, wenn ihr wollt. Auf jeden Fall vermutet Clank, dass man hier weiterspielen kann. Deswegen ist das unser nächstes Ziel. Aber Angela ist einfach weggeflogen. Deswegen brauchen wir immer noch ein Schiff. Nur gut, dass wir hier einen Obdachlosen haben, der unser Schiff gefunden hat. Schiff hat keinen guten Energiefluss. Nur die Kraft der Kristalle kann es heilen. Wie der nette Mann ohne Grundbesitz das uns gesagt hat, brauchen wir Kristalle. 10, um genau zu sein. Und hier kommen wir zu meinem Lieblingspart von dem Spiel. Man kann die gesamte Wüste erkunden und die Kristalle sind so platziert, dass man immer was Neues findet. Und dank der Map weiß man auch direkt, wo man nicht war. Und ich habe die Wüste und den Eisplaneten, der dann später kommt und das gleiche Konzept verfolgt, einfach 100% gemacht, weil es so viel Spaß gemacht hat. Neben den Kristallen, die da rumchillen, sind auch überall Monster, wie ihr es vom Gameplay her sehen könnt. Und die riesigen Monster, die man killen kann in dem Game, machen echt viel Spaß. Das Game ist voll auf so eine Art von Combat aufgebaut. Man muss viel ausweichen, anvisieren und den einfach kaputt machen. Und das float einfach am besten. Ich könnte die stundenlang platt machen, was ich dann auch gemacht habe. On stream. Es war spaßig. Ich habe einen VOD-Kanal. Der Playthrough ist auf dem VOD-Kanal, falls ihr schauen wollt. Auf jeden Fall lohnt es sich auch übel, die Viecher zu killen, weil die selbst auch Kristalle geben. Und ich liebe es, wie die das Konzept mit den späteren Spielen erweitert haben. Wie die offenen Areas in Rift Apart oder in Nexus oder in der Crack in Time, weil man dann so Hoverschuhe bekommt und super schnell durch die Gegend fetzt und einfach nur am Ballern ist. Und das Spiel hier ist da noch sehr bescheiden, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Nachdem wir 10 Kristalle gesammelt haben, zaubert der Deathgrips Frontmann unser Schiff wieder ganz.
Wir können endlich zu der Testanlage, weil Angela wirklich nur eine Drama-Queen war und nicht mal erklärt hat, was gerade abgeht und mich dann losgeschickt hat, um selbst rauszufinden, wieso die Galaxie in Gefahr ist. Was ist das? Die Testanlage und die nächste Welt im Game sind kein Jahr miteinander verbunden. Erstmal gibt's auf dem Planeten wieder die typischen zwei Wege und einer der Wege führt uns in eine Fabrik, bei der wir dann ein neues Gadget brauchen, um überhaupt weiterzukommen, weil das Terminal hier keine Energie hat und der Roboter, der das reparieren sollte, ein Drake-Fan ist. Also gehen wir den anderen Weg entlang und nach einer Welle an Combat kommen wir zu diesem netten Herrn. Niemand! Wirklich niemand! Kommt der Mathematiker vorbei! Die guten Namen waren wohl alle schon weg. Pass auf, du Null! Bevor der Mathematiker dir den Kopf von den Schultern subtrahiert! Sir, ich bin ebenfalls ein Rechner und wüsste ganz gern, was hier los ist. Ich finde das so geil, dieser Dialog ist so clever, also ist mal ehrlich. Was der Mathematiker uns sagen will, ist, dass wir jetzt ein Minispiel machen müssen mit Riesenclank und wenn wir das schaffen, können wir zum nächsten Planeten, um vielleicht das Gadget zu holen, was uns fehlt. Also ja, wir müssen das machen. Kennst du uns noch? Ratchet, ihr habt den fast umgebracht. Natürlich kennt er euch. Ich hasse alles an dieser Mission, by the way. Man muss als Riesenclank den Halsabschneider Bre besiegen und das ist so ein Godzilla-Type-Beat und ich dachte nie, dass ich Godzilla verstehen würde, weil wenn ich konstant von allen Seiten weggeballert werden würde, hätte ich auch die Stadt platt gemacht. Alles hier macht so viel mehr Schaden, als wir selbst machen. Man wird von allen Seiten angeschissen und um Leben wiederherzustellen, muss man die Gebäude plätten. Und während das Ganze abgeht, ist der Boss so übelst tanky, dass man ein bisschen schießt und dann Leben auffüllt. Und das wiederholt man so lange, bis man kurz vor Ende stirbt und das alles nochmal machen muss. So ein fucking Bullshit. Der nächste Boss wird, by the way, auch Pain, aber dazu kommen wir noch. Ich krieg dich, Ratchet. Und wenn es das ist, was ich tue. Ach, okay. Ciao, Clank. Man sieht sich, Mann. Der hat sich nicht mal ein bisschen schlecht gefühlt und ich verstehe das. Nach dem weiteren Trailer für die Megacorp-Spiele, durch die wir die Koordinaten bekommen, kaufen wir uns die Mini-Raketenröhre, was einer der coolsten Waffen im gesamten Spiel ist. Es ist ein Raketenwerfer, mit dem man so viel Damage machen kann und der perfekt mit dem Strafe-Button in diesem Spiel funktioniert. Mit der Waffe habe ich die gesamte Wüste geklärt und es war der spaßigste Scheiß auf dem Planeten. Apropos Planeten, der nächste ist Joba. Hier sind die Megacorp-Spiele, was eigentlich nur eine weitere Arena ist. Dieses Spiel hat das irgendwie echt gern gemacht. Es hat zwei Arenen, zwei Riesenfelder mit Kristallen. Ich finde schlau, das alles in einer Riesensache zu kombinieren und das machen die dann auch ab dem nächsten Teil, aber war echt interessant zu sehen, wie das Game noch so eine wilde Struktur hat und ich denke, das kommt davon, dass das Game echt ein tightes Development hatte, wie alle Games irgendwie zu dieser Zeit und dazu werde ich später mehr sagen können, deswegen reden wir jetzt erstmal über die 2D-Plattform-Passage, bei dem man den Dynamo wiederverwendet. Die kam echt sehr unerwartet, weil der Planet mehr die Route ging, einen Gegner in den Weg zu legen, die man damit im Turret wegballert, aber es war schön, einfach mal eine Pause davon zu haben und zu plattformen. Solche Passagen kommen auch immer regelmäßig in dem Game vor und geben dem Spiel einfach eine richtig schöne Variation. Ich mag das voll. Nach der Zipline kommen wir zu dem Dude, der uns den Levitator verkauft. Bruder, was ging da denn ab, Alter? Ich bin einfach kurz Chris Griffin geworden. Naja, auf jeden Fall kommen wir jetzt zu dem Dude, der uns den Levitator verkauft. So geht das. So spricht man das aus, Zukunftsblattliefs. Ich weiß ganz genau, dass du das hier gerade anschaust. Ich schwör's, wenn ich dich in die Finger krieg, okay, du kriegst auf die Fresse. Es ist mir echt scheißegal, was du... Ratchet musste Clank dafür belästigen. Okay, und dann magnetisiert man die Gravitationsmatrix, nimmt den linken Arm ab. Pass und passt. Du bist echt gut. Du sagst es. Jetzt können wir für eine bestimmte Zeit fliegen und ich dachte, das brauchen wir für die Testanlage, aber da braucht man den Gleiter und den hole ich sofort. Aber vorher machen wir noch bei den Spielen selber mit. Sobald man reinkommt, kommt man direkt in eine Herausforderung nach einer kleinen Introduction-Cutscene und ich war nicht darauf vorbereitet. Also musste ich ohne meinen Raketenwerfer spielen, weil der leer war. Und wenn das nicht schon erst genug ist, sterbe ich bei den letzten 4 Gegnern und darf die ganzen 8 Runden nochmal spielen. Das war halt nicht so geil, bin ich ehrlich. Aber nach dem typischen Arena-Gedöns kriegen wir die Schwerkraftstiefel. Die brauchen wir auch, aber es wurde uns doch nicht gesagt. Deswegen juckt das erstmal nicht. Nachdem ich mich beim Hoverbike-Rennen blamiert habe und es danach nie wieder probiert habe, es ist das letzte Mal, dass ich darüber reden werde, gehen wir zurück zur Wüstenwelt. Hier habe ich angefangen, langsam alles zu erkunden und in den Leveln hier gibt es eine Passage mit dem Lieblingsgadget von mir, das ich nicht aussprechen kann. Terminator. Und ich war unglaublich lost, okay? Weil man den wirklich nur für eine Mission gebaut hat und ich komplett vergessen habe, dass der existiert. Nachdem ich also durch den Chat wieder gecheckt habe, was passiert ist, haben wir den Gleiter gefunden. Und das ist ein sehr komisches Gadget. Ich kann das nur als Spyro 2 Mission betiteln, weil es nicht wirklich mehr ist. Man fliegt einen Parcours ab und versucht nicht drauf zu gehen. Und es ist fein. Es steuert sich ein bisschen gewöhnungsbedürftig und die Todesanimation ist arschlustig. Aber sonst gibt es da nicht viel zu sagen. Mit dem Gleiter folgen wir dem Drake-Fan. Und hier erfahren wir jetzt, warum das Experiment so gefährlich ist. Nachdem wir wieder natürlich einen Haufen Bolts abgeben müssen, weil das Spiel nicht mal eine Minute damit chillen kann, Sozialkritik zu äußern.
Zunächst hielten wir das Exemplar für völlig friedlich. Es ließ sich durch nichts provozieren. Bruder, was gehst du da mit einem Schwert hin? Naja, die beiden sind jetzt fucking tot. Jetzt wollen die Fizzwidget warnen. Aber der ist anscheinend in einem fucking Starbucks und ihn juckt halt nicht, was abgeht. Ach ja, Fettarm, extra Schaum, ohne Schoko. Ohne Schoko ist diabolisch. Nachdem Clank den Namen des nächsten Ortes droppt, fliegen wir da auch direkt hin. Und hier ist das Fluglevel mit den Sphären, über das ich am Anfang geredet habe. Die haben, by the way, wirklich nur angefangen, uns anzugreifen, weil das Passwort zum Ausschalten der Geschütze falsch war. In Anführungszeichen. Nachdem ich also 100 Mal in das Geschütz geflogen bin, kein Plan, warum mir das so 5 Mal hintereinander passiert ist, hauen die von dort ab und stellen Fizzwidget zur Rede. Sie haben uns ein falsches Passwort gegeben. Undenklich! Außer, ist heute Dienstag oder Mittwoch? Egal. Leider habe ich unser Treffen verpasst, aber ich musste einen Werbespot für unsere Waffenfabrik drehen. Aber, Sir, was ist mit dem... Werbespot? Ich war super! Schaut ihn euch an! Clank denkt jetzt, dass Fizzwidget jetzt einfach auf dem Planeten dort chillt, weil was sollen wir sonst machen? Also fliegen wir zur Waffenfabrik. Das Level zeichnet sich durch 2 Parts aus. Erstens gibt es hier so ein Schlachtfeld, auf dem wahrscheinlich Waffen getestet werden, mit diesen super schweren Riesenrobotern, die einen auseinandernehmen, wenn man nicht hin und her springt, wie ich. Und die Actual-Fabrik, die gerade unser Ziel ist. Aber um überhaupt zum Schlachtfeld zu kommen, müssen wir ein neues Hacking-Minispiel machen. Und da geht es um diese Kugel und wir müssen einmal mit dem Laser drumherum in einer bestimmten Zeit. Es wird schwerer gemacht, indem es halt Sackgassen gibt, die einem Zeit wegnehmen. Also muss man sich einfach die Wege merken und ich bin scheiße da drin. Ich hätte lieber wieder das mit den Schaltkreisen zurück. Bitte, Insomniac, patcht es nach. Ich habe sogar extra die PS2 am LAN-Kabel. Auf süß, ihr wisst schon. In der Fabrik muss man nur mehr von den Puzzles machen und aus irgendeinem Grund in den Boden reinglitschen. Ach ja, und man muss sich auch noch durch 1000 Gegner ballern, als wäre das hier gerade Kingdom Hearts 2. Aber wenn wir das geschafft haben, kommen wir zu Angela, also keiner. Sie ist wieder in einem Screen. Ich will euch nur warnen, die Halsabschneider haben mein fliegendes Labor gekapert. Aber arbeiten die Kerle nicht für dich? Nein, nicht mehr. Diesen Versagern hat wohl jemand mehr Geld geboten. Ich kann euch sagen, erst die Sache mit den Halsabschneidern, dann das Protopad, alles geht irgendwie... Was war das? Protopad? Oh, ja. Sie nennen es jetzt das Experiment. Hier, schaut mal. Oh nein, nein. Billy ist traurig. Ist ihm kalt? Hat er Hunger? Oder ist er... Oh nein! Nein, nein, weg damit! Einsam. Nein! Meine Fresse, dieser Protopad-Werbespot ist so funny. Unser bezaubernder Freund lässt ihre Kinder ausflippen. Lust auf Fußball? Hat das Protopad auch. Willst du Fang spielen? Los, such das Protopad. Wie wär's mit Räuber und Gendarm? Hilfe! Polizei! Protopad will auch. Frag nur Billy. Das Megacorp Protopad. Holen Sie sich Ihres gratis auf Bouldern ab. Direkt bei Abercrombie Fizzwidget. Wie zum Fick hat Billy das überlebt? Willst du damit sagen, das Ding ist als Haustier gedacht? Die Megacorp will eine Killerbestie vermarkten. Das ist einfach unverantwortlich. Das habe ich doch die ganze Zeit versucht, euch zu sagen. Nee, nicht wirklich. Ich musste zu 3 Planeten reisen, um den Scheiß rauszufinden. Du hättest das in einem Satz einfach zusammenfassen können und ich hätte es verstanden. Meine Fresse. Nach den Cutscenes kommen wir direkt zu Bouldern, aber es hat bei der Waffenfabrik noch ein paar kleine Puzzles, mit denen wir eine neue Waffe kriegen. Den Schafinator. Und der macht Gegner zu Schafe. Ich meine, das ist obvious, denke ich. Und wir kommen noch zu diesem Nerd. Der hat ein extra Gadget, aber wir müssen ihm eine Quark-Figur bringen. Das machen wir noch, keine Sorge. Aber erstmal sollten wir nach Bouldern. Der Halsabschneider-Boss ist, by the way, immer noch nicht tot und er hat jetzt ein Kopfgeld auf uns angesetzt. Ich habe ein persönliches Interesse, dass die beiden erledigt werden. Also spendiere ich eine Pizza-Party für die Truppe, die sie erledigt. Denkt dran, inklusive Getränke und Nachtisch. Ende. Also ich hatte keine Angst, bis er den Nachtisch erwähnt hat. Ab da habe ich mich wie John Wick am Ende vom 2. Teil gefühlt. Kann ich mal den Soundtrack kurz laufen lassen?
Das ist so mein absoluter Lieblingssong aus dem Soundtrack. Und es ist einer der coolsten Songs in der kompletten Ratchet-Reihe für mich. Ich kann es wirklich nicht in Worte fassen, wie sehr das einfach das Spiel widerspiegelt. Und vor allem die Welt, in der das läuft die ganze Zeit. Es ist wirklich sehr cool. Diese Welt hat die erste richtige Mission mit dem Levitator. Davor hat man den nur benutzt, um zur Arena zu kommen. Aber hier muss man durch einen kompletten Feierabendverkehr durch und Todesfallen überwinden. Es ist wie die Stelle in Dead Space 2 mit den Häckslern, aber in weniger grafisch. Ich mag die Passage aber sehr. Klar, es ist im Grunde nur 3D Flappy Bird oder Jetpack Joyride, aber durch das Environment fühlt es sich echt an, als würde man durch einen lebendigen Planeten gehen. Und ich mag das. Aber ich bin auch ein Hyperglazer gerade, muss ich gestehen. Ich sollte aber mal mehr zu dem Combat in dieser Welt sagen, weil das hier wirklich ein langes Level ist und hier die Schwerkraftschiefe sehr stark verwendet werden. Und ich lieb's, wie das auch mit dem Combat zusammenfließt und einen dazu zwingt, auf einer eingeschränkten Ebene zu kämpfen. Manchmal ist das eine Spirale oder an der Gebäudewand und hier muss man echt taktisch vorgehen. Vor allem, wenn man gegen die Halsabschneider kämpft, die wirklich sehr viel Damage machen. Und es ist wirklich gut designt. Auf jeden Fall kämpfen wir uns durch den Feierabendverkehr und durch Horden von Halsabschneidern, nur um von einem fucking Faken Fizz Widget begrüßt zu werden. Achso, das ist nicht Fizz Widget. Möchtet ihr ein Protopad gratis? Yo, echt? Bro! Das habe ich ja nicht voraussehen können. Ich meine, der Typ ist wie ein Geist. Man kriegt den nur in kleinen Fernsehern zu sehen. So natürlich ist er nicht dort. Stehen bleiben, ihr Spinner! Oh nein! Ich liebe es auch, by the way, wie der Fizz-Widget-Roboter direkt auch die Hände hochnimmt und klagt mit seinem, oh nein, zwei Halsabschneider kurz aus der Existenz löscht. Halt, die haben den Spaghetti-Scheiß auf SpongeBob gesehen gerade. Ihr zwei seid festgenommen. Wegen Mordversuchs an Mr. Fizz-Widget. Aber das ist nicht... Spaß dir, Kumpel! Du machst keinem was vor. Du und dein Blechhaufen, ihr macht jetzt einen Ausflug in unser neues Gefängnis. By the way, hat er das ernst gemeint. Wir wurden festgenommen. Hey! Entschuldigung. Ich habe unsere Umgebung gründlich analysiert und fürchte, es gibt absolut keine Fluchtmöglichkeit. Außer der da. Wo kommt die denn her, Mann? In diesem Level wechseln wir uns jetzt immer mit Ratchet und Clank ab, um durchs Level zu kommen und die beiden am Ende wieder zu vereinen. Und ich mag's echt, wie das gepaced ist. Nicht nur hat man mit Ratchet wieder super interessante Encounter, die Clank-Passagen sind auch etwas kürzer und nicht zu groß, sodass man echt schnell zwischen beiden Charakteren wechselt. Plus, nach der ganzen Weile mit Clank ist man halt voll dran gewöhnt, den Glide-Move zu haben. Und für die Passage ist es einfach wieder ein Handicap, um das Level spannender zu gestalten. Keine sicken Backflips für mich hier. Das ganze Schiff hat auch straight-up Lava-Pools überall, die da einfach chillen ohne Grund und ich verstehe nicht warum. Nachdem Ratchet wieder einen neuen Schraubenschlüssel findet, sie haben es nicht mal versucht, irgendwie lustig zu verpacken, der schwebt da einfach, treffen wir Clank wieder und kriegen auch noch einen Call von Angela. Und sie wird entführt, weil sie sich beim Schiff der Halsabschneider aufhält und kurz auf Discord unterwegs ist. Hey, Mister! Miau! Oh. Einen Moment. Was machst du hier? Er hat sich legit gewundert, warum sein Kind nicht auf Discord chillt. Ich kann das nicht mehr. Ja, jetzt müssen wir sie halt wieder retten. Und die Quark-Figur ist, by the way, hier. Der nette Klempner hat die gefunden. Der bräst in jedem Teil, das ist echt lustig. Die Figur können wir jetzt zu dem Nerd bringen und er gibt uns ein Gadget, mit dem wir Bowls im Umkreis besser anziehen können. Ist nichts Krasses, aber ist ziemlich hilfreich. Da muss man nicht über die ganzen Bowls drüber rennen, so. Auf jeden Fall müssen wir jetzt diese Plotte besiegen, um herauszufinden, wohin Angela gebracht wurde. Und das ist das letzte Fluglevel. Nachdem wir also das gemacht haben, fängt Clank eine Nachricht von dem Halsabschneider-Dude ab und naja, schaut selbst. Wenn ihr euch nicht in eure Galaxie verzieht, dann schieße ich euch in so viele Stücke, dass, jedenfalls in ziemlich viele Stücke. Das könnt ihr mir glauben. Also halt ab, ihr zwei! Und versucht bloß nicht, mich zu finden, denn ich krieg davon Wind! Ich meine, ich bin wie der Wind! Ihr wisst nicht, wo ich als nächstes bin! Ja, der hat seine Koordinaten einfach hinter sich stehen. Meine Fresse! Aber hey, jetzt kommen wir auf jeden Fall weiter. Und zwar weiter zum Halsabschneider-Hauptquartier. Und ja, das ist so der schlimmste Part vom gesamten Spiel. Und das nur wegen dem Boss, der da ist. Der letzte Teil von Moderne Helden läuft, by the way, erst, wenn wir den Planeten wieder verlassen, aus irgendeinem Grund. Und die machen es schon echt obvious, dass Quark noch eine Rolle spielen wird, beziehungsweise spielt. Aber gut, bevor wir jetzt zu dem Boss kommen, habe ich noch ein bisschen Kristalle gesammelt, noch ein bisschen Geld gespart und mir drei essentielle Waffen geholt. Den Rausschmeißer, den Schildlader und den Synthetoid.
Synthetoid, ich weiß nicht, wie man das aussprechen soll. Auf jeden Fall ist der Rausschmeißer einer der brutalsten Waffen in dem Game, weil er eine Bombe wirft, die weitere kleine Bomben droppt, sobald die erste Kugel explodiert und die kleinen Kugeln explodieren dann auch noch. Kann euch auf jeden Fall garantieren, dass das Ding alles dezimiert, wenn es auf der höchsten Stufe ist. Was ich halt natürlich auch direkt gemacht habe, weil das ist eine übel starke Waffe. Der Schildlader hingegen ist keine wirkliche Waffe, weil der wirklich nur ein Schild macht, wie das der Name auch schon sagt. Man ist auf jeden Fall dann vor Schaden geschützt, was stark ist, auf jeden Fall. Und naja, die Synthetoiden sind praktisch so Roboter, die man spawnen kann und die greifen für einen Gegner an. Also ist alles relativ passive Sachen, die ich gekauft habe, aber die sind essentiell, wirklich, weil das übel starke Waffen sind alle. Okay, gehen wir endlich zum Boss. Was ist denn so lustig? Nichts, eigentlich. Jetzt bist du dran! Dieser Kack-Roboter ist so ein ätzender Boss. Wirklich. Man muss in dieser Stadt auf Geschütztürme drauf und den abknallen. Die machen kaum Damage. Und sobald man an dem Turm ist, ballert der Roboter einen mit so Minen zu, die bei Kontakt explodieren. Und ich habe in der Arena-Welt dem Spiel noch Props für die Turret-Sections gegeben. Und hier macht es genau den gleichen Fehler wie in Ratchet 1. Und das ist so ein Garbage. Der Fight dauert auch viel zu lang. Der zieht sich so 10 Minuten. Wir hätten den Geschütztürmen echt mehr Power geben können. Nur so ein bisschen. Es ist wirklich schrecklich. Die anderen Bosse in dem Game sind an sich nicht krass. Halt nicht mal wirklich der Rede wert. Und die gehen meistens so nur eine halbe Minute, wie ich euch schon gezeigt habe. Und dann kommt dieser Average Destiny Raid Boss, auch ohne Grund. Es ist so lustig. Angela ist, by the way, gar nicht in seiner Brust während dem Fight. Die ist sich kurz Kaffee holen gegangen, keine Ahnung. Puh, alles klar, Clank? Gut, dann los. Hallo, habt ihr nicht was vergessen? Ups, natürlich, nachdem wir Angela befreit haben. Was für Angela befreien? Die hätte er rausslippen können. Oder waren die Hupen zu groß? Hier kriegen wir auch mit, dass Angela ein Wissenschaftler war, die das Protopad mitentwickelt hat. Ab hier sind wir schon beim Endgame und das involviert einfach nur den Hypnomatik zu bauen. Der besteht aus drei Teile und die sind auf verschiedenen Planeten. Einer ist bei der Jack and Dexter Referenz, ein anderer Teil ist im Handelszentrum auf Smog. Zudem kommen wir, weil der Halsabschneider-Boss darüber in der Nachricht geredet hat, die wir kriegen, nachdem wir ihn besiegt haben. Und eins auf Grelbin, dem Eisplaneten. Aber fangen wir von vorne an. Der Halsabschneider-Boss vermutet, dass auf Smog in den Boxen ein Haufen Protopads sind. Und die essen dann Kinder und das wäre dann nicht so geil. Also teilen sich Ratchet und Angela auf und während sie nach Hause geht, um den Megacorp-Ausweis zu holen, damit wir ins letzte Level kommen, gehen wir zum Handelszentrum und schauen uns die Lage an. Dort finden wir das erste Hypnomatik-Teil und mitten im Level wird Ratchet jetzt einfach bombardiert. Runter! In Deckung! Was zum... Hallo! Ratchet und Clank! Ihr Glückspilze! Angela Cross! Hat euch grad galaktische Grüße gesendet! Ich liebe dieses Spiel so sehr. Hier erwähnt Angela alles, was ich gerade erzählt habe mit dem Ausweis. Und so kriegen wir tatsächlich Zugang zu Grelbin, weil sie hier lebt, wie man es sehen kann. Wenn man also ein wenig weiterspielt, kommen wir zu so einem Monster. So sieht er aus, als könnte er lesen. Und jetzt will er 40.000 Bowls für die Übertragung. Meine letzte Mahlzeit ist schon eine Weile hier. Der frisst die Bowls einfach. Meine Fresse. Damit hätten wir uns ein Auto kaufen können. Naja, die Übertragung gibt uns einen Einblick auf eine Stadt, bei der das Protopad schon rausgekommen ist. Und ja, alles verreckt. Also müssen wir da unbedingt hin. Aber mir sind die Leute auf dem Planeten nicht so wichtig. Deswegen gehen wir vorher noch zu Grelbin und holen uns bei dem Deathgrips Frontmann das zweite Hypnomatik-Teil. Der ist, by the way, wieder da, weil das so die letzte große Welt ist. Und wie ich das erwähnt habe, bei der Wüstenwelt, habe ich diesen Part auch 100% gemacht. Das Level hier ist genau gleich aufgebaut wie die Wüste, nur ohne den Polish der ersten Welt. Hier haben die Gegner einen unfertigen Vibe, so als müssten sie sich echt beeilen, das Spiel rauszubringen. Da gibt es zum Beispiel so Yetis und die sind ja so kacke. Halt, die spawnen konstant, während ein fucking Eisdrache auf einen einprügelt in einem Eisstrahl, dann will man den Drachen killen, aber die Waffen visieren diese Kackviecher dauernd an. Und das hat mich schon echt frustriert. Vor allem, weil die Yetis echt hart hitten und die haben keinen Spawn-Cap. Das heißt, die fluten rein, als wäre das hier so ein Fischerboot. Aber die Yetis sind so drauf, weil die in so 2 Tagen programmiert wurden. Und woher ich das weiß, naja, dazu kommen wir noch. Aber eine Sache ist mega cool in der Welt. Und zwar kann man die Fläche, die man erkunden kann, erweitern, indem man so eine Gleiterpassage durchmacht. Und es ist so ein hübscher Part vom Game. Halt allein das Detail mit dem Skelett, durch das man durchfliegt, das ist super cool. Aber genug gejappt. Ich denke, wir sollten uns um die Protopad-Invasion kümmern. In dem Level haben wir einen neuen Gegnertypen. Und zwar die Protopads. Die vermehren sich ein bisschen zu schnell. Also die kommen mit Abu-Chaka-Clan, aber gehen super schnell drauf. Die erinnern mich an dieses Skelettwichser aus Dead Space 3. Sehr viele Dead Space-Referenzen heute. Ich weiß nicht, was abgeht. Auf jeden Fall ist hier nach einer Grind
Passage der nächste Hypnomatik-Teil. Und ich habe das Grind noch allgemein gar nicht erwähnt, aber das ist auch super leicht zu erklären. Ratchet hat Grindschuhe und man grindet hin und her zwischen den Rails und hat Spaß. Sehr Sonic Unleashed-mäßig, aber es war vor Sonic Unleashed. Und es ist wirklich cool, aber nicht der Hauptteil des Levels. Das Level ist wirklich nur eine Stadt, die wir durchqueren, bis wir zu so einem Dude kommen mit einer Sockenpuppe. Ja, der baut uns den Hypnomatik zusammen. Wäre ja einfach früher dahin gegangen, um die Stadt vor den Protopads zu retten, aber wie ihr merkt, float das so viel besser. Wir sollten auf jeden Fall eine Schweigeminute einlegen für die 10 Millionen, die wegen dem Protopad sterben mussten, aber wenigstens haben wir den Hypnomatik endlich. Der funktioniert, by the way, so, dass man einen Roboter, der das Signal davon empfangen kann, für eine bestimmte Zeit steuern kann. Und es ist echt ganz cool. Man hat ein limitiertes Moveset und einen Timer, aber das macht alles ein wenig schwerer und ich mag das voll. Auf jeden Fall können wir uns nach Grelbin verpissen, um zu Angela zu kommen, weil die sich ja komplett verbarrikadiert hat. Aber to be honest, verständlich, wenn man sich ihren Vorgarten anschaut. Naja, der Hypnomatik ist der Schlüssel zu Angelas Haus und ich mag die Passage echt. Einfach, weil man sich so durch die Roboter klicken muss und hintereinander Gegner in den verschiedenen Robotern besiegen muss und ich finde das float mega gut. Und nach einer kleinen Schwimmsession sind wir auch schon bei Angelas Haus. Wir sind einfach außen rumgelaufen und können so zu der hin. Hey, cooles Haus. Ja, das ist ein kleiner Überrest meines früheren Lebens. Wurdest du wiedergeboren? Nein, nein. Meine Zeit bei Megacorp. Die Bezahlung dort ist wirklich nicht übel. Warum seid ihr nicht im Haus? Ich meine, es ist so geil. Auch bei den galaktischen Grüßen waren die draußen. Die wollten einfach nicht Angelas Haus zeigen. Und jetzt reden wir chillig draußen, während von einer Sekunde noch 2000 Protopads, Zahl ansteigend, hinter Ratchet waren. Bro, wake up, honey, neue Protopad-Werbung. Hier finden wir heraus, dass man einfach das originale Protopad stoppen muss, damit die Klone alle auf einmal draufgehen. Deswegen müssen wir jetzt zur Klonanlage, um das Ganze zu beenden. Aber bevor wir zum letzten Level gehen, müssen wir noch eine Sache machen, die viel wichtiger ist. Auf dem Planeten Bouldern gibt's was übel cooles zu entdecken. Und zwar gibt's in Ratchet 2 und 3 und A Crack in Time aus irgendeinem Grund ein extrem cooles Gebiet, in das man rein kann. Und zwar das Insomniac Museum. Das ist ein Ort, bei dem man einfach alles finden kann, das es nicht ins Spiel geschafft hat. Wegen zu wenig Zeit oder Komplikationen. Und neben dem Ganzen kriegt man noch so Developer Commentary zu dem ganzen Zeug. Es ist wirklich cool gemacht. Und als Kind war das immer so sick, darüber zu lesen. Halt, ich bin stundenlang im Internet gewesen und habe mir Foren angeschaut, in denen das diskutiert wurde. Und das war wie so eine Art Mythos, halt so Mew unter dem Truck-Level, nur es ist halt wahr gewesen und nicht eine absolute Enttäuschung. Gut, aber um in das Museum zu kommen, muss man hier grinden und sich dann bei der Spule hier treffen lassen, um dann rüber zum Land zu kommen und von dort aus muss man auch einfach an der Seite des Gebäudes durchklippen und dann zum Teleporter. Der Weg ist der niceste Scheiß. Halt, wie cool versteckt kann eine Sache sein? Man kann sogar im Museum selber die Fahrzeuge benutzen. Die hätten das echt nicht machen müssen. Mein Lieblingspart war es, als ich diese gelbe Memory-Card gefahren bin und dann kurz in eine andere Dimension gebeamt wurde. Das sah einfach nicht gesund aus. Es hätte halt gereicht, wenn man die nur sieht. Aber man kann mit denen im Museum rumfahren. Und das ist so cool. Ach ja, und das Wasser hier sieht wie Kamm aus. Machen wir weiter. Nach dieser kurzen Ablenkung, die sicherlich weiteren 10 Millionen Lebewesen das besagte Leben gekostet hat, weil wir mitten in der Protopad-Invasion sind, geht's zur Klonanlage. Und das ist das letzte Level des Spiels. Und ich fand das eigentlich echt cool. Ich mochte die Challenge, die das ganze Level zu bieten hatte. Man musste immer so ein bisschen von allem einsetzen. Mein Highlight war da wirklich diese Panzer, die man besiegen musste, während man auf diesem mega kleinen Stück Land ist praktisch. Und man muss dann wirklich super limitierten Platz managen mit einem Tank, der die ganze Zeit auf einen drauf schießt. Es ist mega cool gemacht. Auch wenn hier die Checkpoints wieder komplett am Sterben sind und die ganze Trilogie hat ein Problem damit. Ich konnte darüber irgendwie in keinem anderen Part in dieser Review reden, aber meine Fresse. Die Entwickler haben echt keinen Bock, Checkpoints zu setzen, wenn es nicht absolut nötig ist. Nach dem Level gibt es diesen absolut krassen Reveal. Abercrombie Fizzwidget ist in Wahrheit Captain Quark. Oh nein. Ich meine, erinnert ihr euch noch, als er das Protopad mitgenommen hat und dabei das Schiff von den beiden kaputt gemacht hat und generell ein absolutes Arschloch war. Ja, da dachte ich mir schon, dass da irgendwas nicht stimmt. Ich meine, der hat die sogar einfach straight aus dem Raumschiff ejected. Ich muss sagen, das Spiel hat es nicht wirklich mit Subtilität. Entweder das oder Ratchet ist einfach nur strunzdumm. Also gut, was zum Teufel geht hier vor? Der hat gerade ganz klar Fuck gesagt. Auf jeden Fall hat er das Ganze mit dem Protopad von Anfang an geplant. Er wollte eine Panik auslösen, um sich selbst wieder als Helden zu feiern, weil er ja im ersten Teil ein korrupter Schwanz war und alles rauskam und gleichzeitig will er Rache an Ratchet, indem er ihn für alles framed, was mit dem Protopad passiert ist und das allgemein so alles in seinem Leben so ein bisschen außer Kontrolle geraten ist. Wir haben ihn ja den Arsch aufgerissen, wie es in dem moderne Heldensegment da auch gezeigt wurde und er hat angefangen Bootleg-Saft zu verkaufen, bei dem die Arschritze anfängt zu
verbrennen. Ich weiß nicht, was da abgeht, aber er will halt Rache. Und gerade als Quark diesen Ghidorah-Cock benutzen will, um das Protopad wieder zum Chillen zu bringen und sich dann selbst zu feiern, geht das Ding nicht richtig und das Protopad mutiert. Und dann wird Quark gewahrt. Und das Protopad ist jetzt echt straight up ein Gremlin. Aber ich mag das Design an sich echt gern. Es ist nur nicht ein besonders guter Final Boss. Das Teil ist halt wirklich straightforward. Es rollt, bellyfloppt und macht diesen einen Move, den Gulp in Spyro 2 gemacht hat, was irgendwie echt cool ist. Ich vergesse dauernd, dass es das gleiche Studio ist, was Spyro gemacht hat. Und natürlich bricht es noch die Plattform unter einem, wenn es oft genug bellyfloppt. Und ja, damit habe ich das ganze Moveset beschrieben. Der ist fucking basic, absolut nichts Besonderes. Und er ist wirklich nur ein weiterer Boss in diesem Spiel für mich. Und nicht wirklich etwas, wo ich sagen kann, okay, cool, das ist ein zufriedenstellender Abschluss zu dem Game. Weil wenn man sich 3 zum Beispiel gibt, man hat da wirklich mehrere Phasen und das zieht sich durch konstant und es ist einfach wirklich Bombe. Das geht richtig ab. Hier ist es so, ja, hier, besiegt den und hast es geschafft. Nachdem wir es besiegt haben, haben wir endlich das Spiel durch. Angela findet den echten Fizz-Widget, das Protopad wird geschrumpft und Quark muss jetzt bei Megacorp arbeiten als Bestrafung für den Shit, den er gemacht hat. Alles in allem Happy Ending. Ach ja, und Ratchet will ja so hart bei Angela landen, aber die verschwindet dann und ist in einer anderen Dimension. Deswegen, ja, unlucky, würde ich sagen. Ja, und das war Ratchet & Clank 2. Ich habe eine Weile gebraucht, das zu reviewen, weil ich immer eine Weile brauche, um Sachen zu reviewen. Ist nichts Neues, wenn man meinen Kanal hier kennt. Und ich muss was gestehen. Ich fand das Spiel, bevor ich die ganzen Playthroughs für die Review gemacht habe, gar nicht so gut. Aber nachdem ich das ein paar Mal durchgespielt habe, habe ich gemerkt, was die Entwickler versucht haben mit dem Game. Und ich finde dieses Spiel echt interessant, weil es den Grundstein legt für viele Sachen, die dann in späteren Ratchet-Spielen vorgekommen sind. Und wenn man wissen will, wie es angefangen hat, kann man einfach zurück zu diesem Spiel gehen und trotzdem deinen Spaß haben, weil im Kern diese Mechaniken schon so unausgereift richtig viel Spaß gemacht haben. Und später sind die dann einfach insane geworden. Auf jeden Fall kann ich euch das Spiel empfehlen, wenn es euch nicht gestört hat, dass ich die ganze Story gespoilert habe. Aber ich bin ehrlich, die Story ist hier gar nicht so wichtig. Das Spiel macht einfach übel viel Spaß vom Gameplay her. Wenn ihr sehen wollt, wo die Reihe angefangen hat, könnt ihr das einfach easy ballern. Und dann würde ich euch empfehlen, einfach den neuesten Teil zu spielen. Einfach um den Unterschied zu merken von der Schnelligkeit und alles und von den ganzen Mechaniken. Ich glaube, das ist richtig fun. Deswegen ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir schauen uns jetzt noch die Kanalmitglieder an. Hi, wir lesen Namen vor, die ich wieder wahrscheinlich falsch pronounce. Ich weiß es nicht. Let's go. Vielen Dank an Janis, Jason Lenz, Ninmax, Paralink. Ja, Paralink. Ich jetzt schon am Tweak. Daniel Kuhn, Anime Deluxe, Void, Young Moon, Examageddon, Shorter, Bim Blue, Bim 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 Bim, der Bre, Bim Blue, man kennt. Deluxe, Tristan, Didi Crow, Marak, Maxi, Shadow Dice, Anchan, Dr. Fistus, Lasse Plus, Templer, Maxessin, macht Templer, ja, Maxessin, ja. Eben wahrscheinlich wegen Max? Ja, hi. Evilcore, Max mit 2x. Monte, Ari Fireblade, der Captain, der Bre, man kennt ihn. Nintendo Marco, Yannick der Dritte, Osiris, Leobio, jetzt haben wir es, 64, Checkcards, NK98, The Pet, Kate, Spontan und Spontan, Kibusa, Julian, der Bre, Dani, Zencore, Dreed, Madness Clips, Googly, nicht, Karl Metal-Taku, Lukas Krieger, Steven Cope, Heidekraut, irgendein random TikTok und Zyphir. Bin echt dankbar für euren Support und wir sehen uns direkt im nächsten Video wieder. Hoffentlich mal nicht 3-4 Monate später, das wäre ganz schön. Also, habt einen schönen Tag, Abend und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. By the way, wegen der Mütze, mir ist warm. Ihr werdet das in die Kommentare schreiben. Mir ist warm, keine Sorge. Holy fuck, ey. Ha!